Im Positionsdialog im Register Preislistenpositionen sind Sie in der Lage, die links ausgewählte Position mit einer Preislistenposition zu verknüpfen. Beachten Sie bitte, dass dies nur dann Sinn macht, wenn Sie bewusst eine Preislistenposition mit einer in der Regel hier als Sonderbehandlung Zusatzposition definierten Position verknüpfen wollen. Über diese Verknüpfung, bei der Sie als erstes die Gruppe und als nächstes die entsprechende Preislistenposition auswählen, stellen Sie eine Beziehung zwischen der Preislistenposition und der ausgewählten Zusatzposition her. Per Klick sind Sie in der Lage zu vereinbaren, dass die Zusatzposition die berechneten Preise der Preislistenposition beziehen soll. Die Preise werden dann automatisch vererbt. Beachten Sie, dass Sie auf diese Art und Weise in der Lage sind, die Preislistenposition, die einen ermittelten Preis hat, mit der Zusatzposition, die eigentlich einen eingegebenen Preis hat, zu verknüpfen. Die andere Alternative ist, ohne diese Vererbung, dass die Zusatzposition den politischen Verkaufspreis hat, während die Preislistenposition den über die Stücklistenfunktion gebildeten Preis hat. Beachten Sie bitte, dass die Preislistenposition bereits beaufschlagte Preise beinhalten. Das heißt also, diese Gruppe bzw. jede einzelne Zusatzposition, die hier verknüpft wird, sollte nicht noch einmal von Aufschlägen betroffen sein.